So, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich auf Justin seinem Snapchat oder Instagram Profil schon gesehen, da ein Bild gepostet hat mit einer neuen Uhr. Ich meine, die Iced Out Uhr, die fällt einem direkt auf. Habe ich schon gesehen, dass er sich eine neue Uhr gegönnt hat. Und jetzt bin ich aufs Video gestoßen. Wann wurde es hochgeladen? 5.6. Es wurde heute hochgeladen. Also der hat sich auf jeden Fall eine neue Uhr gegönnt. Wir geben uns einfach mal das Video. Hier Werbung natürlich auf meinen Nacken. Oh my goodness. So, ich natürlich kein Problem. Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute wirklich ein ganz besonderer Tag für mich. C63, geil. Leider keine Sitzbelüftung. Das hätte er sicher noch geben können. Aber naja, gerade bei dem Wetter. Ich meine, da schwitzt schon der ein oder andere Rücken. Ne? Oder ihr habt das ein oder andere Arschwasser. Weil ich mir eine weitere Uhr holen werde. Hinter der Kamera haben wir noch den Victor dabei. Ja, grüß euch, Freunde. Vorher werden wir jetzt noch schnell etwas... die Louis Vuitton Brille, die ist ja natürlich der Overkill. Frühstücken gehen und ja, dann fahren wir auch schon in die Stadt. Ich war gestern spontan bei Cologne Watch hier in Düsseldorf. Genau. Und ich krieg da jetzt kein Geld für oder so, also das ist auch keine Werbung, auch kein Preisnachlass oder so kriege ich dafür. Es sind einfach nur korrekte Leute da und allein schon, weil die heute, also heute ist Sonntag für mich, den Laden aufmachen und so filmen, ist natürlich das eine Erwähnung wert, meines Erachtens nach. Ja, ich war da gestern halt auf jeden Fall spontan, hab mir dann AP angeguckt. Er geht einfach bei dem Wetter mit dem Pulli raus. Ich sterbe hier. Bei 30 Grad und er kommt mit dem Pulli. Ich euch auch jetzt hier ein. Ich muss aber sagen, AP ist nicht so mein Style. Ich finde, das wirkt eher wie so eine wirkliche Herrenuhr und zu mir passt einfach so dieses bisschen Flexermäßige wirklich besser, ist mir aufgefallen. Viele Uhrenfanatiker von euch werden wahrscheinlich auch sagen, ey Alter, bist du vollkommen behindert, man holt sich keine Uhr komplett mit Diamanten besetzt. Das ist voll die Verschandlung, du bist voll von den Ami-Rappern geprägt. Ja, das kann wahrscheinlich auch sein, aber ich finde es übelst nice. Ich habe mir die nämlich dann als zweites da angeguckt und ich war so geflasht. Die Uhr ist unnormal heftig, ey, wirklich. Ich habe mir davon, ich hatte so fotografiert und ein Video gemacht, ich habe mir das gestern so oft angeguckt und alle meine Freunde meinten auch, dass die viel besser zu mir passen würde. Achso, und verzeiht mir übrigens, falls ich etwas krank aussehe oder mich krank anhöre. Ich habe das volle Programm, Heuschnupfen, Schnupfen, Erkältung, Nase zu und so ein Shit, also... Naja, aber ich habe gehört, Eis soll auf jeden Fall die beste Medizin sein, deswegen machen wir uns da auch gleich mal auf den Weg. Und ja, es ist ja auch schon gleich... Und Victor, wann holst du dir deine erste Uhr? Bald. Was ist denn so dein Traummodell? Tatsächlich, ich habe eine Datejust. Magst du was darüber erzählen, oder? Da funkelt es nicht ganz so sehr wie... Aber auch ein bisschen, gell? Ja. Okay. Ja gut, wir sind gespannt. Ja, ich auch. Okay. Leute, ich bin immer noch so gehypt von diesem Auto. Das ist wirklich so krass. Das Facelift mit Duell ist auch geil. Hi. Alles gut? Ja, selber. Wir sind jetzt angekommen bei Cologne Watch. Haben wir auch einige andere Traumuhren gefunden. Allerdings muss ich sagen, da muss ich wahrscheinlich noch die ein oder andere Kollektion mehr rausbringen, bis es dafür reicht. Das ist das nächste Projekt, oder? Die nächsten Projekte, genau. Ey, aber wirklich. Richard Mill, ein echt heftiges Teil, auch die Patex. Mit dem Skeleton abhebt, die ist krass. Wie viel kostet die jetzt gerade, die ab? Welche? Die Skeleton. Die Skeleton liegt unter, also zwischen 70 und 80. Ach so, okay. Okay, wir sitzen jetzt hier mit dem Marc von Cologne Watch. Ja, vielen Dank nochmal, dass du hier sonntags für uns aufmachst. Gerne. Ja, dann hast du die Ehre, das Ganze hier für uns auszupacken. Genau, also heute, du hast dich für eine wunderschöne Datejust 41mm entschieden. Ja. Und das Besondere ist bei der Uhr, dass sie ein bisschen verändert wurde. Ja? Also sie ist im Nachhinein, genau, im Nachhinein mit einigen Diamanten besetzt. In total sind es 19,81 Karat. Also da haben wir wirklich schon einiges draufgepackt. Und das Ziffernblatt ist halt auch komplett besetzt mit so einem Pavé.
Also das heißt, überall sieht man halt nur Diamanten, das setzt sich halt auf der Schließe vor. Ein sehr schönes Setting, unterscheidet sich von manchen, weil wir haben so ein leicht... Übertrieben geil, also ich feiere auch solche Uhren. Ich feiere es übertrieben, ich kann euch auch gar nicht sagen, was die kostet. Vielleicht 20, 30k, oder? 30k? Keine Ahnung, ich weiß echt nicht. Leicht verändert, man sieht jetzt nur noch Steine. Das heißt, es gibt keine Zwischenräume mehr, es ist direkt Stein an Stein. Ja, das ist bei dieser Version... Oder vielleicht auch mehr. Das hat sich jetzt da ein bisschen geändert und sie passt auch. Ja, ah, was ein Zufall. Ja, VS und VVS Diamanten. Genau. Ja. Das können wir auch gerne nochmal ganz nah in die Kamera. Ja. Sieht man das? Glänzt das? Ja. Okay, ich bin ein bisschen Glitzer. Übelst geflasht von der Uhr. Ich hatte die erst auf so einem Video nur gesehen, was der Marc mir gesendet hatte. Und da wirkte die jetzt gar nicht so krass wie in echt, deswegen hoffe ich, kommt die jetzt im Video so krass rüber wie in echt. Ja, das hat man immer, dass auf den Bildern oder auf den Videos, die man schickt, kommt dieser Lichtbruch nicht so rüber. Ja, wirklich, also wenn ich die jetzt hier so angucke, ey, die glitzert in allen Farben, das ist so krass. Ja, und das Tolle ist halt, wir haben eine 41mm Datejust. Ja, man krank. Nette, haben wir nur eine Reihe von Diamanten, die ist halt ein bisschen größer dann. Ja, ja, genau, hier die, ne? Ja. Es sind halt verschiedene Größen verbaut worden. An der Seite haben wir auch nur drei Reihen. Das heißt, die Steine sind nicht zu klein. Das ist eigentlich eine super Sache. Und, ja. Krass, ich bin übelst geflasht von mir. Das ist so nice. Ja, also ich hatte eben schon gesagt, dass ich ja erst mir eine AP angeguckt hatte. Ja. Und wahrscheinlich werden jetzt irgendwelche Uhren-Experten sagen, dass das wahrscheinlich hier eine Sünde ist. Was ist denn deine Meinung dazu, die komplett mit Diamanten vollzuhauen? Also ich muss sagen, ich verkaufe diese speziell jetzt diese Uhr extrem gut. Ne? Und wenn man jetzt auf der Suche ist, klar. Aber wahrscheinlich auch eher dann ein jüngeres Klientel. Ja, klar. Ja. Aber jetzt überleg mal, du möchtest so eine Uhr haben. Ja. Und was willst du denn dann sonst kaufen? Also die Uhr ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her exzellent. Ja. Und ich kaufe die auch immer wieder zurück. Das heißt, die meisten Leute, die das sagen werden, ja, haben dann als Argument, die wirst du nie wieder los oder sonst irgendwas. Aber das stimmt nicht. Okay. Am Ende ist das ein super Modell. Ja. Und ja. Ich finde es unnormal. Vor allem halt auch, ich habe mir ja jetzt so eine Kette anfertigen lassen, die ist jetzt zwar noch nicht da, die kommt nächste oder übernächste Woche aus Weißgold und auch VVS-Diamanten, das passt ja, dann. Die ist nicht so lang, halt so bis hierhin würde ich jetzt sagen, und unten ist dann das P vom Peso-Logo dran und das ist dann halt auch mit VVS-Diamanten besetzt und ich denke, das passt dann ganz geil zu dem Drip mit der Uhr. Ja, ich meine so, gerade mit diesem Streetwear-Thema, wenn du dann so eine Uhr dazu anziehst, das knallt dann schon. Ich finde, das passt auch besser zu mir einfach als so eine AP. So eine AP, guck mal, AP kannst du dir immer noch kaufen. Ja, ne? Ja. Also sowas haben wir immer irgendwie da und das ist jetzt auch kein Problem. Klar, es wird am Ende mehr Leute ansprechen, so eine AP, aber die Uhr passt besser zu dir. Ja, sehr. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Also gerne eure Meinung, was ihr euch geholt hättet, aber ich denke, also, wir sind uns eigentlich, zu mir passt die Uhr hier besser. Genau. Also meiner Meinung nach, ich finde die übertrieben geil. Also auch geiler als eine RP. Wer hat da schon recht? Feiere ich auch einfach mehr. Okay, ja, dann vielen Dank dir. Ja. Ist ja ein freier Tag hier auf Wissen. Kein Problem. Und ja, viel Spaß mit der Uhr. Vielen, vielen Dank. Ja. Mach's gut. Krank. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und zum Abschluss des Videos darf man natürlich nicht vergessen, wenn man sich was gönnt, muss man auch Danke sagen. Und keine Ahnung, ich finde es generell krass, ich dachte immer so 2017, so seit ich so meine Marke, meine Firma und so gegründet habe, wird das jetzt nicht noch heftiger, aber es ist so jedes Jahr einfach noch krasser geworden. Und ja, jedem, dem ich ja danken kann, bei dem möchte ich mich jetzt auch bedanken. Auf der einen Seite natürlich jetzt so bei uns angefangen, sodass wir so viel Arbeit und Leidenschaft auch in die Kollektion und in die Videos stecken. Dann möchte ich mich natürlich an erster Stelle so bei meinem Team bedanken, bei jedem, der so Peso dazu macht, was es so mittlerweile geworden ist. Dann natürlich bei meinen Freunden, die mich auch bisher immer supportet haben, egal ob es jetzt früher oder heute war. Und das soll jetzt gar nicht so wirklich so melancholisch werden. Ich habe mir jetzt halt nur eine Uhr in Anführungszeichen und nur was Materielles, aber ich finde einfach so, dass es so ein Traum, der in Erfüllung geht, so einfach, es ist einfach eine Iced Out oder so. Und ja, wenn ich dann noch so bald die Kette habe und so, das wird einfach der Maximum Drip so. Und zu guter Letzt möchte ich natürlich, wie ich auch schon im Autovideo erwähnt hatte, mich bei jedem bedanken, der halt mich auf meinem Weg supportet hat, ob das jetzt am Anfang des Kanals war oder jetzt, der neu dazugekommen ist, keine Ahnung, das bedeutet mir alles voll viel und ich finde es
voll krass, dass ich so mein Leben, wie es jetzt ist, auch wenn es jetzt ein bisschen schleimig klingt, so leben darf und das ist einfach nur geil kann und ich hoffe, das endet nicht in naher Zukunft. Ja, Leute, lasst mir gerne ein Like da. Ich hoffe, das Video kam so bei euch rüber, wie ich es gemeint habe, einfach, dass ich euch so mitnehme, was in meinem Leben passiert, dass ich mir eine neue Uhr geholt habe und dass ich es einfach übelst krass finde und das ist so voll so der Meilenstein auf meinem Channel immer, wenn ich mir so eine große neue Anschaffung mache, die für mich sowas so voll besonders ist, dann denke ich vor allem halt auch, dass ich das mit euch teile, weil ich weiß einfach, dass die meisten von meinen Zuschauern so korrekt sind und so das jetzt nicht auf dieser Mistgunst-Ebene auffassen. So. Ja, vielen, vielen Dank euch. Passt auf euch auf, macht's gut, Leute. Peace. Ja, Respekt, auf jeden Fall übertrieben geile Uhr. Und ja. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ich gönn's ihm auf jeden Fall. Ich gönn's sein Geld auf jeden Fall besser anlegen. Aber ich meine, jeder will sich mal Träume erfüllen oder so. Irgendwas Materielles gönnen, sei es ein Auto oder eine Uhr. Das hat er sich jetzt beides gegönnt. Dann freut's mich auf jeden Fall und sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.